dass Tanzu Service Mesh sowohl was für die Developer liefert, wie auch das Operations-Team und natürlich ganz sicher für das Security-Team, die jetzt eine Möglichkeit haben, Ende-zu-Ende Security zu liefern, ohne jetzt in den Containern in der Tiefe drin zu sein. Der Developer entwickelt seine Container, wenn er aus Versehen irgendwelche Kommunikationsbeziehungen hat, die nicht verschlüsselt arbeiten, ist das das, was hinterher über Tanzu Service Mesh automatisiert dazukommt. Ich hatte vorhin eine Frage im Chat gesehen, die scheint aber schon beantwortet zu sein. Wenn noch weitere Fragen sind, Die hat können sich wir. maßgeblich auf den bösen Wolf bezogen. Ich glaube, die hat sich erledigt. Ansonsten kamen keine weiteren Fragen auf. Danke dir, Daniel. Gut, dann bedanke ich mich und übergebe an den Michael, der jetzt noch den Tag zusammenfassen wird. Danke dir. Ich will noch mal schnell scheren. Einen kurzen Moment bitte. So, ich hoffe, man kann es sehen. Ja, erstmal ein großes Dankeschön. Es war uns eine große Freude zu sehen, dass wir auch am Nachmittag dieselbe Teilnehmerzahl hatten, wie wir es am Vormittag hatten. Also sozusagen die Themen so gewählt waren, dass für jeden wohl was Interessantes dabei war. Ich möchte es nochmal kurz zusammenfassen. Wir haben am Vormittag gestartet mit eher den allgemeinen Herangehensweisen, mit einem kleinen Ausblick, wie wir das Thema sehen. Der Jürgen Sußma hat uns dargestellt, wie das auf Seiten der Kunden aussieht, welche Herausforderungen sie gesehen haben auf dem Weg in Richtung DevOps, im Hinblick, wie stelle ich Prozesse, Organisationen um, welche Herausforderungen kommen im Hinblick auf People, aber auch Technologie und Methodik da auf mich zu und wie kann man das vielleicht leisten und welche Vorteile bietet das dann? Unser Kollege, der Björn, hat dann eine Vision aufgezeigt, die wir als VMware sehen für die Zukunft. Und da kam das Thema Cross-Cloud, Multi-Cloud in den Mittelpunkt. Kubernetes ist dafür ein wichtiger Bestandteil, der letztendlich die Ebene dafür bereitstellt, um diese Möglichkeit auch nutzen zu können von Seiten der Applikation heraus. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer ein wesentlicher Aspekt, das Thema Security nicht zu vernachlässigen und dabei zu halten. Und da haben wir versucht, das Ganze von zwei Seiten her zu beleuchten. Einmal aus der Infrastruktur und einmal von der Applikation her betrachtet. Nichtsdestotrotz, und das möchte ich hier nochmal ausführen, warum wir glauben, dass das ganze Thema so spannend ist und uns dafür entschieden haben, das heute nochmal aufzuzeigen. Wenn man einer Studie von HashiCorp in dem Fall glauben will, sind ja sehr, sehr viele Kunden interessiert daran, in das Thema Multicloud und Cloud Native auf der Applikationsebene einzusteigen. Allerdings gibt es auch noch sehr, sehr schwerwiegende Blocker dabei. Und den einen können wir nur anteasern, das ist Skill Shortage. Da können wir vielleicht ein bisschen damit beitragen, Interesse zu wecken, um sich damit zu beschäftigen. Auf der anderen Seite können wir aber doch wesentlich zum Thema Security beitragen. Und ich hoffe, wir haben es im Rahmen dieses Events auch geschafft, Ihnen da bestimmte Ansätze aufzuzeigen aus den verschiedenen Bereichen heraus, die Sie vielleicht für die Zukunft nutzen können und dann näher reinschauen können. Und da können Sie natürlich auch jederzeit gerne auf uns zukommen und das Ganze nochmal sich näher erläutern lassen. Nichtsdestotrotz sind wir Ihnen bis jetzt eine Frage schuldig geblieben, nämlich DevSecOps. Was ist es denn nun? Evolution oder Revolution? Und wenn wir das Ganze aus der Infrastruktur heraus betrachten, und ich glaube, wir brauchen auch da wieder diese zwei unterschiedlichen Betrachtungsweisen, kommen wir zu dem Schluss, dass es eine Evolution ist. Wir haben bestimmte Mechanismen, die wir schon früher oder bisher auch schon kennen in der Security. Wir haben aber die Möglichkeit, heute das wesentlich granularer zu gestalten. Wir können näher an die Applikation heranrutschen. Wir können Kommunikationspfade auch im Hinblick auf Container oder Interkommunikation innerhalb einer Applikation betrachten. Wir können Micro-Segmentation bis auf eine Container-Segmentation herunterbrechen. Wir haben Cross-Cloud-Funktionalitäten, die es uns ermöglichen, überhaupt die Visibilität zu erhalten, ein konsistentes Management und damit auch ein konsistentes Operations über Cloud-Umgebungen hinweg zu realisieren und damit auch effektiv und sicher arbeiten zu können. Auf der anderen Seite
haben wir den Blick von der Applikation, wo wir der Meinung sind, dass es sich eher um eine Revolution handelt. Es ist relativ neu, dass wir in der Applikation das Thema Security betrachten, dass Security ein fester Bestandteil der Applikationsentwicklung sein muss und da auch nicht wegzudenken muss. Auf der anderen Seite haben wir natürlich, und das kam ja auch bei dem Vortrag von Seiten der DATEV sehr anschaulich zu Bilde, dass es immer natürlich bestimmte Hindernisse gibt, weil man natürlich eher interessiert ist, aus der Entwicklerebene am Business daran zu sein, businessrelevante Themen nach vorne zu bringen und sich eher weniger um das Thema Security oder Infrastruktur kümmern will. Und ich glaube, das ist der große Mehrwert und auch hier die Revolution, dass man das immer mehr schafft zu automatisieren und zu integrieren, dass diese Prozesse mitgeliefert werden. Auf der anderen Seite gibt es natürlich dann immer noch das allumfassende Thema, das in Richtung Observability Zeit heißt, wie kriege ich dann letztendlich beide Themen zusammen, wie kriege ich die einheitliche Sicht darauf, wie weiß ich, wo ich agieren muss und wie ich entsprechende Security-Mechanismen anpacken muss. Wenn wir einen Schlussstrich darunter ziehen, ergibt sich daraus natürlich das eindeutige Both oder beides ist richtig. Wie berichtet aus der Infrastruktur eher die Sicht der Evolution und aus der Applikation die Sicht der Revolution. Damit möchte ich auch ganz gerne schließen, möchte Sie aber noch darauf hinweisen, dass wir natürlich, und ich habe vorher schon kurz erwähnt, jederzeit gerne bereitstehen, auf weitere Fragen einzugehen. Kommen Sie auf uns zu, wenn Sie vielleicht Sessions haben wollen zu bestimmten Themen. Sie können dafür gerne den Mailverteiler nutzen, der unten hier angegeben ist, um die ein oder anderen Themen abzufragen. Zusätzlich wird es noch eine E-Mail geben, die an Sie rausgeht mit den entsprechenden Inhalten, die Sie dann als Recording betrachten können, beziehungsweise auch die PDFs für die entsprechenden Sessions werden zur Verfügung gestellt. Das wird ein bisschen länger dauern. Wollen Sie gleich darauf zugreifen oder in relativ kurzer Zeit darauf zugreifen, ist es wahrscheinlich der schnellere Weg, über die Registrierungsseite darauf zuzugreifen, wo Sie auch zur Verfügung gestellt werden. Damit möchte ich mich nochmal vielmals bei Ihnen bedanken. Habe mich, wie gesagt, sehr gefreut, dass wir konstant die Anzahl an Zuhörern beibehalten konnten und möchte mich natürlich auch an allen Mitwirkenden, bei allen Mitwirkenden sehr herzlich bedanken, ohne die das Ganze natürlich nicht möglich gewesen wäre. Vielen Dank und Ihnen noch einen schönen Nachmittag und bitte kommen Sie auf uns zu, wenn Sie Näheres wissen wollen. Dankeschön.